Mich beeindruckt die Größe des Schiffes. So ein riesiges Teil, wie Hochhaus groß oder noch größer. Ich denke mal, die riesige Rutsche, die Kartbahn. Dann kriege ich Entenfell. Hier, pur Gänsehaut. Die ganze Atmosphäre, die auf dem Schiff ist, das Schiff selber, weil es so groß ist. Und die Bemalung ist besonders schön immer und unterschiedlich bei den Schiffen. Ja, das ist schon ziemlich gigantisch, vor so einem riesengroßen Schiff zu stehen. Das sieht man nicht alle Tage. Das ist also schon echt ein großes Erlebnis. Ja, wie so eine kleine Stadt ist das. Ja, also das Schiff ist 334 Meter lang, 41,4 Meter breit und knapp 60 Meter hoch. Und es wird später einmal knapp 4000 Passagiere befördern und hat gutweg 1500 Crewmitglieder an Bord. Also die Passagiere können auf dem Schiff einiges erleben. Neben den ganzen Bars, Restaurants, die auf dem Schiff verbaut sind, gibt es natürlich ein großes Theater für 1000 Leute, die gleichzeitig da die Shows ansehen können. Dann haben wir als weiteres Highlight zwei verschiedene Arten von Rutschen. Auf der Backbordseite für Kinder und auf der rechten Seite gibt es eine Rutsche mit zwei Loopings. Und dabei ist das Interessante, dass die Loopings außerhalb des Schiffes sind, also über Bord. Und das ist also sehr interessant. Das Schiff wird jetzt gleich ablegen. Danach wird es hier die Dockschleuse passieren und dann wird es ganz langsam Richtung Vena fahren, um dort dann durch die Friesenbrücke zu fahren. In der Regel sind hier knapp 2.000 bis 3.000 Menschen, die sich das dann nachher auch anschauen werden. Ich finde das cool, dass das allgemein geschaltet ist mit Walen und dass das jetzt auch da oben überall rumfährt. Das ist ja Norwegen und Co. Alle Kabinen sind ausgerichtet, dass man wirklich jetzt was sieht und sonstiges. Das ist schon was anderes, ein anderes Kreuzfahrtschiff.